Der deutsche General von Manstein hat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch geschrieben mit dem Titel Verlorene Siege, in dem er zeigte, dass viele Schlachten, die die Deutschen damals gewonnen hatten, die Voraussetzung war für die spätere Niederlage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Und Trump hat am Wochenende in Osaka einen Sieg verloren, indem er gezeigt hat, wer eigentlich den Druck hat, wer eigentlich den Deal dringender will. Fing ja schon damit an, dass Trump unbedingt dieses Treffen haben wollte mit Xi Jinping. Und es geht weiter, dass er praktisch auch in der Huawei-Frage so ein bisschen eingeknickt ist, so ein halbherziges Konstrukt hier gemacht hat, indem Amerikaner nicht sicherheitsrelevante Dinge an Huawei verkaufen dürfen. Auf der anderen Seite aber eben geht das nicht. Das heißt, die amerikanischen Firmen können nichts von Huawei kaufen. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Man hat jetzt gesagt, oder Trump hat jetzt gesagt, ja, den stellen wir ganz hinten an, diese Geschichte mit Huawei. Aber das geht natürlich nicht, weil das die zentrale Speerspitze ist. Und China weiß eben auch, oder Chinas Machthaber denken, es geht Trump eigentlich darum, den chinesischen Staatskapitalismus, diesen staatlich gelenkten Kapitalismus zu attackieren, den man als Voraussetzung dafür sieht, dass China so erfolgreich und so mächtig werden konnte, angesichts der Situation, dass man vorher so stark und so tief am Boden gelegen hatte. Das ist jetzt das Problem, dass man zwar sich irgendwie erstmal vertagt hat, einen Waffenstillstand geschlossen hat, aber nichts ist gelöst, nichts ist wirklich besser als vorher. Das Einzige ist, dass man eben sich versprochen hat, erstmal keine neuen Zölle zu erheben. Das feiern die Märkte und eben dieser windelweiche Huawei-Deal, wenn es denn ein Deal ist, diese Absprache, kann man sagen, die eben auch wieder das Problem nur in die Zukunft verschiebt. Und Donald Trump hat offenkundig Druck. Er muss die Wahl in 2020 gewinnen. Die Chinesen müssen keine Wahl gewinnen. Das bringt sie perspektivisch in eine immer bessere Position, weil Trump eben gucken muss, dass die Wirtschaft läuft, dass die Börse läuft, während Chinas Machthaber eben ganz ruhig zusehen können, wie Trump eben mehr und mehr unter Druck gerät. Das ist das Phänomen. Wir werden wohl jetzt auf Allzeithoch eröffnen, was den S&P 500 betrifft. Aber, und das ist eben vielleicht auch ein verlorener Sieg für die Märkte, wir sehen, dass die Fed Fund Futures eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für einen halbprozentigen Zinssenkungsschritt durch die Fed schon im Juli einpreisen. Warum sollte die Fed jetzt aggressiv senken, wenn die Fed selbst eben immer wieder gesagt hat, der Handelskrieg ist das entscheidende Hindernis auf dem Weg für die amerikanische Wirtschaft? Und wir haben heute Nacht aus Asien wieder ganz schwache Daten bekommen, den Kaixin Einkaufsmanager-Index aus China, produzierendes Gewerbe unter der 50er-Marke mit 49,4. Wir haben einen ganz schwachen Tankan-Index gesehen aus Japan. Wir haben ganz schwache Daten aus Südkorea. Also wir sehen überall, da knickt das produzierende Gewerbe ein. Und heute kommt der ISM-Index-Gewerbe. Das wird lustig, denn hier dürfte sich das fortsetzen, was schon der Chicago Einkaufsmanager Index in der letzten Woche gezeigt hat, dass nämlich das produzierende Gewerbe in den USA im Juni richtiggehend eingebrochen ist und die Konsenserwartung liegt bei 51. Es würde nicht überraschen, wenn wir sogar unter der 50er Marke liegen. Die Dinge sind kompliziert geworden. Wir haben eine weitere Entkoppelung zwischen, das wollte ich nicht zeigen, zwischen der Realwirtschaft, hier zum Beispiel sichtbar im Cass Freight Index, ein Schiffsvolumenindex, der zeigt, was transportiert wird. Und wir sehen hier diesen rapiden Absturz in 2019, auch durch den Handelskrieg, nicht nur durch den Handelskrieg, aber auch durch den Handelskrieg. Das alles korrespondiert mit immer schwächeren Daten, die wir jetzt sehen. Und natürlich ist das auch eine Folge der Unsicherheit, die durch den Trumpschen Handelskrieg gekommen ist. Da wird taktisch mal ein bisschen zurückgerudert durch Donald Trump, dann geht es wieder in die Offensive und es hält eben die Wirtschaft immer in ständiger Unruhe. Es gibt keine Planungssicherheit, es gibt keine wirkliche Planbarkeit in der Zukunft. Und das ist das, was sozusagen mental so schwierig zu verarbeiten ist. Und mentale Schwierigkeiten, negative Psychologie führt dann meistens eben auch zu faktischen Daten, die immer schlechter werden, wie wir es hier sehen. Insgesamt, und das hatte ich vorhin schon kurz hier aufgepoppt, sind die Märkte auf Autopilote, wie hier Jesse Felder schreibt. Inzwischen gehen 80% oder sind 80% der Mittel, die in den Aktienmarkt geflossen sind, in ETFs oder in passiven Instrumenten geparkt. Das heißt, wir sehen, dass hier das passive Investment immer weiter nach oben geht. Das ist vielleicht
ein Grund, dass die Märkte auf bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr so wirklich reagieren, dass man eben nicht wirklich reagiert auf die sich eintrübende Wirtschaft, sondern sich vorwiegend fokussiert auf die Zinssenkungen. Das ist scheinbar viel wichtiger als eben die Aussicht, dass die Unternehmen weniger Geld verdienen werden in Zukunft, weil eben die Wirtschaft ein bisschen absäuft. Schauen wir uns die Dinge an in den Charts, oder habe ich noch was für Sie, was interessant ist? Ja, da hat zum Beispiel diese Grafik, der S&P 500, wenn er mehr als 15% gewonnen hat im ersten Halbjahr, das haben wir jetzt ja hinter uns mit dem Abschluss des Juni, da sind wir bei 17% rausgegangen. Die Frage ist, wie geht es dann aufs ganze Jahr? Wir haben 1998 dann nochmal zulegen können, 97, das waren sozusagen die goldenen Zeiten vor Platzen der Dotcom-Blase. 1987 war das dann weniger hübsch. Insgesamt sehen wir, dass diese Jahre immer im Plus geblieben sind, aber manchmal sich das Plus eben deutlich reduziert hat oder einigermaßen reduziert hat. Jetzt ist erstmal sozusagen Party angesagt durch erst keine neuen Zölle von Donald Trump, durch die Aussicht, dass die Fed die Zinsen senkt. Die Frage ist, wie weit können wir gehen? Schauen wir uns die Charts an und gucken mal, wo wir da reinkommen. Die haben mich jetzt gerade verlassen, aber hier sehen Sie, hier ist alles wegradiert, was überflüssig ist in einem Chart. Sie sehen hier eine kleine grüne Kerze, der S&P 500 bei 2971. Ich schenke mir jetzt weitere Charts. Wir sind deutlich im Plus, das ist klar. Vielleicht den DAX könnte ich Ihnen noch zeigen. Hier in voller Blüte seiner Existenz, 12.541. Alles, vergessen Sie alles, was vorher war, das sehen wir hier, das ist alles unwichtig, die letzte Kerze ist immer die entscheidende. Oh, da kommt der Chart, vielleicht kann ich da noch andere zeigen, 12.542 die aktuelle Indikation, mal schauen, ob die anderen auch kommen, da habe ich nochmal den S&P 500, vielleicht kommt der jetzt auch wundersam zur Darstellung, ich muss nur noch ein bisschen reden, dann kommt er vielleicht aufgepoppt, wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Jedenfalls sehen Sie, dass manchmal mirakulös Charts sich einblenden und andere nicht. So ein bisschen mirakulös ist das auch an den Märkten, da feiert man Siege, die im Endeffekt Niederlagen sind. Wir werden sehen, wie lange man brauchen wird, um zu verstehen, dass jetzt natürlich die Situation schwierig wird, dass diese ganze Verhandlerei wieder von vorne losgeht und natürlich die Hindernisse, die Differenzen so groß sind, dass ich nicht sehe, dass ein substanzieller Deal überhaupt passieren kann. Das Einzige, was möglich ist, ist ein Plastikdeal und der Plastikdeal wird nicht halten, weil er nichts wirklich löst. Das ist das Dilemma der Märkte. Ich wünsche einen guten Start in diesen Handelstag. Bis dann. Ciao.